Prinzessin, ich kann keine Diät halten. Also ich habe immer so viel Hunger während der Diät, dass ich so auf Dauer das nicht durchhalte und dann esse ich halt doch immer wieder viel. Sag mal, gibt es da irgendeine Möglichkeit oder so? Wie kannst du denn Hunger haben in der Diät? Naja, nach dem Intro. Hallo meine Freunde, euer Coach hier. Cecil, ich höre es immer wieder seit Jahren. Cecil, ich hab Hunger, ich hab Hunger, ich hab Hunger. Ich bring eine neue Diät auf den Markt, okay? Ich lasse mir die patentieren, ich nenne sie die Nahrungsvolumendiät. Okay, und ihr seid jetzt eingeweiht. Ihr hier, was haben wir jetzt? September 2016. Ihr bekommt sie als erstes mit. Das wird ganz groß rauskommen. Die Nahrungsvolumendiät. Lass uns doch mal wieder wie immer ganz logisch denken. Okay? Nicht alle Nahrungsmittel haben gleich viel Kalorien. Und du hast eine bestimmte Menge am Tag, die du futtern kannst. Wie viel ist das? Keine Ahnung. 1000 Gramm, 1 Kilo? Kannst du 2 Kilo essen? 3 Kilo? Wie viel Kilo kannst du essen? Jetzt unabhängig davon, was für Nahrungsmittel das ist. Sagen wir mal, du schaffst 1 Kilo zu essen, okay? 1 Kilo sind jetzt in meiner mathematischen Rechnung erstmal jetzt 1000 Gramm. So, das heißt, du kannst 1000 Gramm am Tag an Nahrung aufnehmen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, verschiedene Nahrungsmittel haben verschieden viel Kalorien. Wenn du 1 Kilogramm Gemüse isst, hast du 200 Kalorien aufgenommen. Ganz einfach. 200 Kalorien bei 1 Kilo Gemüse. Selbst wenn du 3 Kilo Gemüse isst, hast du 600 Kalorien aufgenommen. Ich bezweifle mal, dass du 3 Kilo Gemüse am Tag schaffen würdest. So, wenn du jetzt als anderes Beispiel mal 1 Kilo zum Beispiel Nüsse essen würdest, sagen wir Paranüsse oder Mandeln oder wie auch immer, hättest du 6000 Kalorien gegessen. 6000. Also der Unterschied zwischen einem Kilo Essen und einem Kilo Essen kann von 200 Kalorien auf 6000 steigen. Also es ist natürlich entscheidend, was wir essen. Es kommt nicht drauf. Man muss in keiner Diät Hunger haben. Niemals. Kein Hunger. Geht gar nicht. Ihr müsst nur das Richtige essen. Jetzt zum Beispiel mit anderen Sachen. Ihr könnt einfach mal eine Nährwerttabelle euch kaufen. Kauft am besten eine Nährwerttabelle, wo ihr durchschlagen könnt. Alles nach Kategorie eingeteilt. Das ist am übersichtlichsten, weil wenn man im Internet jedes einzelne Nahrungsmittel immer googelt, das nimmt viel zu viel Zeit in Anspruch. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel als Proteinquelle, nur ein Beispiel, zum Beispiel Kabeljau oder irgendein Fisch oder jetzt sagen wir mal 100 Gramm Steak, hat nur 110 Kalorien. Wenn ich 1 Kilo Steak esse am Tag, dann hätte ich nur 1200 Kalorien aufgenommen. Beim Steak, bei den Proteinen muss man noch beachten, dass der Körper sehr viel Energie braucht, dieses Steak, diese Proteine zu verstoffwechseln. Also, das ist der thermische Effekt. Ihr habt von den 1200 Kalorien, könnt ihr nochmal 30 bis 40% einfach abrechnen. Das ist praktisch brutto und netto. Also bei diesen 1200 Kalorien kommen eigentlich nur, sagen wir, 800 Kalorien dabei raus, weil im Endeffekt braucht der Körper halt so und so viel Kalorien, um dieses Steak, die Proteine zu verstoffwechseln. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, das kenne ich auch selber zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Müsli habt, Kohlenhydrate und Fette zusammen, wisst ihr, habe ich schon viele Videos drüber gemacht, sowieso kritisch, weil die Fette werden halt gleich eingespeist, Insulin wird ausgeschüttet, Insulin sagt speichern und speichert halt die Fette. So, wenn ich jetzt zum Beispiel Müsli habe, das Müsli hat zum Beispiel auch sehr viel Kalorien. Also, wenn ich 1 Kilogramm Müsli esse, komme ich auf circa 5000 Kalorien am Tag. Und bei Müsli ist es bei mir zum Beispiel so, wenn ich Müsli esse, also ich kann mit 100 Gramm kann ich nicht rausgehen. Also, da habe ich noch mehr Hunger als vorher. Also, ich muss mindestens, um ganz ehrlich zu sein, esse ich dann eine ganze Packung, wenn ich es mal esse. Ich mache ja Low Carb, wisst ihr ja, aber wenn mal am Wochenende ein Cheat Day ist oder so, haue ich mir so eine 750 Gramm Packung Müsli auf Mal weg. Und da kommen natürlich schon richtig viel Kalorien zusammen. Ich meine, 700 Gramm Müsli, das sind schon mal 3500 Kalorien. Und dann muss ich ja noch Mittagessen, Abendessen. Also ihr seht, da können auch sehr viel Kalorien zusammenkommen. Ihr könnt praktisch für 100 Gramm Müsli, also 400 Gramm Steak essen. Also ihr müsst einfach mal wirklich gucken, welche Nahrungsmittel esse ich. Ich muss Nahrungsmittel essen, die nicht so kaloriendicht sind. Viel Gemüse. Viel Gemüse, viel Gemüse. Damit könnt ihr den Stoffwechsel anregen, weil der Körper muss arbeiten. Und dann natürlich gute Proteinquellen sind auch sehr wichtig, weil der Körper braucht sehr viel Energie, um Proteine zu verstoffwechseln.
Ja, und deswegen guckt euch das mal an. Kauft euch mal so eine Nährwerttabelle. Ich kann ja mal eine verlinken unten irgendwie. Kauft euch mal so eine Nährwerttabelle und dann schaut ihr mal an, wie viele Kalorien und was ihr überhaupt esst. Weil das ist entscheidend, um wirklich Erfolge in der Gewichtsreduktion zu haben. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr schreibt mir wieder unten in die Kommentare rein, was ihr für Videos sehen wollt oder was ihr für Fragen habt. Und natürlich, natürlich, hier, guck mal. Einmal abonnieren, draufklicken, Snapchat, Instagram, Facebook. Gerade auf Snapchat mache ich öfter mal so am Tag, was ich irgendwie esse und so. Könnt ihr mal reinschauen. Und ja, viel Spaß und bis bald, euer Coach Cecil.